Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Yes! Wir starten den Motor und wir ballern mit unserem kleinen Mud Bandit, ne? Ja genau, Mud Bandit los. Denn, ich denke mal, solange es noch duster ist, holen wir uns mal hier unsere Upgrades, die wir uns mal holen können. Damit wir vielleicht unseren LKW verbessern können. Genau, letztes Mal haben wir nämlich... Oh, letztes Mal haben wir nämlich den Hochspannungsmast wieder hergestellt. Mit unserem LKW mussten wir durch ein bisschen dicken Matsch und so weiter. So, warte mal, wo müssen wir denn lang? Ach, wir hätten da schon längst abbiegen müssen. Oder wir fahren hier einfach mega Offroad. Machen wir so. So. Genau. Ja, und ich will mal gucken, wenn wir die Upgrades holen, da hinten sehen wir es auch schon leuchten, ob wir dann nicht vielleicht Allradantrieb oder sowas bekommen für den Truck. Damit das vielleicht bei der nächsten Lieferung ein bisschen einfacher wird. Weil unser Truck hat bis jetzt noch gar nichts. Hat nur ganz normalen Hinterradantrieb. So. Und... Yes. Ah, eine Erhöhung. Für welchen haben wir denn? GMC MH 9500. Jetzt weiß ich gar nicht, welcher das ist. Aber ich kann dir sagen, doch, GMC MH 9500, das könnte sehr gut unser Truck sein. Den habe ich jetzt nämlich schon in der Stadt geparkt. Wo wir dann nämlich gleich noch schon mal ein bisschen Stahl aufladen. Damit wir die Brücke fertig machen können. Die hinter dem Strommasten ist dann. So, ich zeige euch das gleich nochmal, wenn ich hier wieder auf der Straße bin. So, genau. Weil letztes Mal sind wir hier ganz lang. Und hier war der umgekippte Strommast. Der steht jetzt hier wieder, weil wir den repariert haben. Und wenn wir hier dann weiterfahren, habt ihr diese Tankstelle, wo wir auch schon mal waren. Und hier ist diese Gebirgsbrücke. Genau, und hier müssen wir dann einmal Stahl und zweimal Beton wieder hinliefern. Und Beton müssen wir hier vom Lagerhaus holen. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich noch lang fahren und hier ein kleines Abenteuer erleben. Denke ich mal, vor allem hier. Weil es nach ziemlich dickem Schlamm aussieht. So. Genau. So, wir sind jetzt mit unserem Kahn da vorne, mit unserem Mud Bandit. So, und irgendwo war hier noch ein Upgrade. Genau, hier vorne. Das holen wir uns auch. Beziehungsweise, boah, von wo fahren wir dann am besten? Da bei der Tankstelle. Hier sieht es auch ziemlich zu aus. Ach, hier ist auch noch ein Wachturm. Wie kommt man da denn am besten hoch? Ich glaube am besten hier. Aber ich würde das gerne alles in so in einem Rutsch mitnehmen. Ich glaube, dann fahren wir hier lang. Mal gucken, ob wir hier hochkommen. Gut. Dann fahren wir mal. Oha, oha, oha. Ups. Der Hupen ist immer auf dem linken Stick, wenn man den reindrückt. Und irgendwie... Boah. Beim Lenken drücke ich den ganz gerne mal rein irgendwie.
Ah. Man muss auch sagen, mein Controller ist auch schon seit... Boah, seit wann habe ich den denn schon? Also es ist ein alter Xbox 360 Controller mit Kabel. Puh, wann habe ich den denn schon? Bestimmt schon so 2011 oder sowas. Ich glaube, damit habe ich noch Dark Souls auf der Xbox 360 gespielt. Also der ist schon uralt. Dementsprechend... Oh, ho, ho. Unsere Bremsen waren nicht gut genug. Nun gut. Aber dem Mud Bandit, unserem krassen Monster Truck, das macht dem nichts aus. Das passt schon. Ja, wir sehen, hier ist der Boden nicht mehr so hübsch. Stimmt, wir haben den Mud Bandit auch... Ich glaube, das war offscreen. Habe ich dem einen besseren Motor eingebaut, der ein bisschen leistungsstärker ist, aber genauso viel verbraucht. So. Dann ballern wir hier mal durch. Oh, sieht doch ganz okay aus. Ich habe gedacht, das wird anstrengender. So, jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir jetzt hin? Ach, da links. Da ist angeblich ein Weg. Ja, nicht gegen den Baum. Nicht auf dem Stein hängen bleiben. Genau. Sehr gut. Siehst du wohl. Das klappt. Ist zwar ein bisschen anspruchsvoller, aber das ist kein Problem. Ich mag die Herausforderung. Wenn wir denn auch schon, wieso schon bei Dark Souls vom Thema waren. Das war auch immer eine kleine Herausforderung. Aber es hat sich halt auch zu meinem Lieblingsspiel entwickelt. So, und wir sind am Wachturm. Dann lass uns doch mal die Aussicht genießen. Yeah. Nicht schlecht. Und wir schauen mal. Jo. Genau, da ist das Upgrade, das wir als nächstes holen wollen. Ansonsten haben wir nichts Neues entdeckt. Schade. Aber wir werden jetzt hier einfach weiterfahren. Hier vorne müssen wir auf jeden Fall nach links. Und dann hier vorne auch nach links. Genau, dann holen wir uns das Upgrade. Und danach schalten wir hier in die Stadt zu unserem Truck. Und besorgen uns ein bisschen Stahl. Genau. So. Na, weiter geht's. Guck mal, hier ist die Straße schon wieder relativ human, so wie es aussieht. Okay. Oder auch nicht. Weil hier können wir nach rechts auf jeden Fall sehr, sehr leicht runterfallen. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Vielleicht nicht mit Vollspeed hier lang. So, und hier auf jeden Fall bremsen. Hier müssen wir dann nach links, hatten wir gesagt. Ja, aber das geht eigentlich hier. So wild ist es auch nicht. Aber wir haben auch unseren krassen Monster Truck dabei. Okay, das könnte jetzt ein kleines bisschen anspruchsvoller werden. Aber auch nur, weil es ziemlich schmal ist hier. Ja. Sehr gut. Weil das ist so meine größte Sorge mit diesem Fahrzeug.
mit dem kleinen Monster Truck, dass wir einfach umkippen. Weil auch natürlich der Schwerpunkt viel weiter oben ist, weil er auch so hochgelegt ist. So, und hier müssen wir wieder nach links. Wunderbar. Ich glaube, da sollten wir eigentlich ohne Probleme hochkommen. Jo. Sieht doch ganz gut aus. Und da ist auch schon das Upgrade. So. Und wir schauen mal. Ah, wieder eine Erhöhung. Für welche Trucks? Für den Chevrolet. Also für unseren kleinen Pickup. Nicht schlecht. Dann. Ja, bleiben wir hier mal mit unserem Monster Truck stehen. Genießen hier den Ausblick. Yes. Und ja, dann würde ich sagen, schalten wir jetzt zu unserem LKW. Den habe ich hier nämlich schon perfekt geparkt. Handbremse los. Und jo, wir laden Stahl. Ab dafür. So, wir machen noch Fernlicht an. So. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich glaube, wir fahren am besten einfach die Straße hoch. Ja, genau, müssen wir auch, weil wir hier über die Brücke müssen. Und dann nehmen wir den neuen Weg, der sich uns eröffnet hat. Bis zur Gebirgsbrücke. Ab dafür! So, währenddessen versuche ich noch einen Schluck Kaffee zu nehmen. Aber das sieht ganz gut aus. Hier vorne ist auch die Tankstelle. Ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal getankt habe. Wir fahren einfach noch mal kurz drauf. Ist ja kein wirklicher Umweg. Einmal anhalten. Ja, anscheinend hatte ich getankt. Sind jetzt nur noch 13 Liter, die wir auftanken konnten. Also, der hat funktioniert. Ich finde es auch erstaunlich, dass die immer wieder hier diese Straßensperren wieder neu hinstellen und aufbauen. Auch wenn die jedes Mal umfahren. Können die auch sein lassen. Oh, da sind wir, glaube ich, über einen Stein gefahren. Und unsere Werte hatten sich verschlechtert von unserem Truck. Weil anscheinend der Motor ein bisschen was abgeknickt hat oder so. Das ist natürlich nicht so schön. Aber wir werden, nachdem wir den Stahl geliefert haben, wenn wir uns sowieso zurück in die Werkstatt teleportieren, da ist er dann ja wieder komplett repariert. Und außerdem können wir uns dann noch vielleicht die Höherlegung kaufen. Müssen wir mal gucken, wie teuer die dann ist. Dass wir den Truck auch schon mal ein bisschen höher legen. Dann kann er ein bisschen durch höheres Wasser und so weiter fahren. Und vielleicht können wir uns dann auch neue Reifen oder sowas besorgen. Aber wir haben ja noch nicht ganz so viel Kohle und sowas. Da müssen wir mal gucken. So. Es wird auch wieder langsam hell. Und hier vorne sind wir jetzt auch schon in neuem Territorium, wo wir vorher noch gar nicht waren. So. Ich glaube, da vorne irgendwo müsste das wieder ein bisschen schlammig werden. Jo.
Genau, hier wird es wieder ein bisschen zu so einer unbefestigten Straße. Aber das sollten wir eigentlich auch schaffen. So, und hier von rechts sind wir mal gekommen. Und hier links sehen wir auch, ist die Tankstelle, wo wir schon mal waren. Oder sind wir von hier gekommen? Ne, ich glaube, wir sind von hier gekommen, ne? Genau. So. Wir können ja einfach mal spaßeshalber gucken, wie viel wir verbraucht haben. Jetzt von der einen Tankstelle bis hierhin. Ja, 16 Liter schon. Also auf jeden Fall wieder voll tanken. So. Genau, warten wir nochmal kurz. Ich glaube, wir müssen hier eigentlich nur die Straße hoch. Genau, und hier könnte das problematisch werden. Vor allem an dieser Stelle hier. Aber gleich danach ist hier auch schon dieser Ablagepunkt da für das Stahl. Ja. Dann ab dafür. Schalten wir mal in die Außenansicht. Schauen wir mal, wie wir da durchkommen. Ich glaube, wenn wir uns hier ein bisschen rechts halten und da so ein bisschen über den Rasen fahren, ist das eigentlich kein Problem. Jo. Ja, das war eigentlich irgendwie ein bisschen easy. Nicht schlecht. So, und hier können wir auch den Stahl abladen. Moment mal. Wieso denn Neustart? Ah, okay. Frachtverwaltung. So, jetzt aber. Genau, und wir sehen auch, auf der anderen Seite der Brücke ist auch so ein Viereck zum Abgeben. Das ist sehr, sehr gut, weil wir ja als nächstes hier vom Lagerhaus hier einmal lang müssen. Und dann kommen wir natürlich auf der anderen Seite der Gebirgsbrücke an. Da können wir zum Glück auch abliefern. Also das ist egal, auf welcher Seite, weil sonst müssten wir hier noch irgendwie hier diesen kleinen, nee, hier diesen kleinen Weg nehmen, um hier wieder rauszukommen. Das wäre schon wieder problematisch gewesen mit dem LKW. Yes. Dann haben wir den abgeliefert und wir bergen einmal den LKW, damit wir einmal in die Werkstatt kommen. So, und wir gucken mal, gibt es irgendwie, ach, guck mal, wir könnten auch einen anderen Motor uns holen, aber ja, Spritverbrauch wäre ein bisschen besser, aber die Haltbarkeit wäre nicht so gut. Dann lassen wir das. So, Getriebe, Federung erhöht haben wir jetzt einmal. Ja, dann ballern wir das gleich rein. Ah, ich wusste gar nicht, dass wir das dann auch bekommen. Ich dachte, wir können das nur kaufen. Aber das ist schon mal nice. So, können wir noch irgendwie andere Reifen uns holen? Anscheinend nicht. Weil die anderen, die wir uns kaufen können, die bringen einfach nichts. So, Differentialsperre ist noch. Ja, guck mal, einen Schnorchel können wir uns noch kaufen. Ja, komm, ab dafür. Und Allradantrieb haben wir leider noch nicht freigespielt. Genau, und hier seht ihr jetzt auch mal, dass wir uns hier einfach so einen Kran draufballern können. Und auch hier so ein Kran für Holz.
einfach nur einen flachen Auflieger. Kofferaufbau, ich glaube, da ist dann so genau Reparaturteile und so weiter drin. Müssen wir aber auch anscheinend erst freispielen. Genau, mit Rang 4. Wir sind jetzt Rang 3. Genau, hier ist ein Holztransporter. Wartungskofferaufbau. Der hat nämlich auch Reparaturteile und sogar Kraftstoff. Genau, und das sind halt die ganz normalen Aufbauten. Vibro-seismisches Modul. Habe ich noch nie benutzt. Aber ist auch nur für irgendwelche speziellen Aufträge, wo wir, ich weiß nicht, irgendwelche ja, Mineralien und Ressourcen und sowas irgendwie im Boden entdecken müssen oder sowas. Genau, den Pritschenaufbau haben wir. Metall-Modul. Moment mal. Ach, da ist ein Metalldetektor. Ha! Okay, keine Ahnung. Kraftstofftank. Abschleppbühne. Ah, gucke mal. Das hatte ich vorher auch noch nie gesehen. Ich glaube, das müsste mit irgendeinem DLC mit reingekommen sein. Dass man dann einfach ein anderes Fahrzeug abschleppen kann. Genau, hier ist so ein Plättchenaufbau mit so einem Kran. Ja, Sattelkupplung. Hoch und niedrig. Das ist halt für die ganz großen Sattelzüge. Ja. Okay. Dann war's das leider mit Verbesserung. Aber wir sind jetzt ein bisschen höher gelegt. Ja, sieht auch schon imposant aus. Jetzt noch ein bisschen dickere Reifen drauf. Das wäre ganz cool. So. Dann gucken wir nochmal auf die Karte. So, ich weiß nicht, warum mir hier was angezeigt wird. Rahmen-Tiefladeanhänger. Vielleicht wollen die, dass wir uns einen Anhänger holen, damit wir mehr Beton transportieren können. Aber wir können ja sowieso zwei Beton transportieren. Ja. Dann müssen wir hier vorne einmal rüber. Hier vorne werden wir bestimmt wieder nicht hochkommen. So wie letztes Mal. Aber dann fahren wir halt wieder außen rum. Das wird ja kein Problem werden. Hoffentlich. Wir könnten aber auch natürlich versuchen, die Route zu nehmen, die wir zurückgenommen haben. Und zwar hier vorne einmal über diesen Hügel. Ich weiß nur nicht. Ja, okay. Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Dass wir nicht genug Power haben, um da hochzukommen. Von oben runter ist kein Problem. Aber von hier unten hoch ist natürlich schwerer. Ja, dann nehmen wir die Straße. Oder die Straße. Ist ja eher ein Matschweg. So. Aber wir könnten trotzdem mal versuchen, hier einfach weiter nach rechts zu fahren. Und hier auch auf den Rasen zu kommen. Noch ein Lastgang. Ja, bringt aber einfach gar nichts. Dann müssen wir uns mal versuchen, mit einer Winde rauszuziehen. Das geht sogar. Komm. Das hat hier doch letztes Mal so gut geklappt eigentlich. Ja, jetzt sind wir frei. Sehr gut. Oh. Der Baum sollte uns aber aushalten, oder? Oh, kann das sein, dass es hier jetzt alles auch aufgeweicht ist, weil es jetzt regnet? Das könnte noch sehr gut sein. So, da an den Masten dran. Der sollte uns auf jeden Fall aushalten. Na? Okay, dann müssen wir mal
die Winde ein bisschen weiter hinten anbringen. Wenn wir von hier aus an den Pfeiler gehen, dann sollte das ja eigentlich klappen. Yes. Sehr gut. Na? Warum will er denn jetzt nicht hier? Dann müssen wir uns da vorne nochmal ranziehen. So. Ha. Gefühlt war das ein bisschen schwerer als letztes Mal. Obwohl wir letztes Mal voll durch den Matsch sind. So. Hier vorne ist es auch natürlich alles komplett Matsch. So. Einmal steckt er komplett drin. Was ist das denn? Vielleicht da vorne schon verbinden? Nein. Oh. Dieser eine kleine Stein im Weg, wo wir nicht rüberkommen. So, fahren wir mal ganz nah an dem vorbei. Geht das dann? Ja. Jawohl. Hier auf jeden Fall ganz nah an der Seite vorbeifahren. Warum? Ist das jetzt echt wegen dem Regen? Aber letztes Mal sind wir hier auf jeden Fall besser vorangekommen. Aber mit der Höhelegung kann es ja auf jeden Fall nichts zu tun haben. Oder mit unserem Schnorchel. So. Und da sieht es schon wieder echt nicht so schön aus. Aber wir haben das gekonnt umfahren. So. Genau, da vorne ist diese Wasserstelle. Und hier fahren wir einfach mal rechts an dieser Kreuzung vorbei. So, wie war das denn hier nochmal? Ich glaube hier einmal rüber. Ich glaube dann hier direkt einfach links rüber. Und ein bisschen Schwung. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Jo. Das geht. Sehr, sehr gut. Yes. Das haben wir schon mal geschafft. Das ist, glaube ich, so die schlimmste Stelle jetzt gewesen. Obwohl es hier auch ziemlich tief aussieht. Aber wenn wir hier einfach rechts dran vorbeifahren, über den Rasen, sollte das gehen.
Na? Sehr gut. Das sieht ganz gut aus. So, fahren wir hier jetzt rechts dran vorbei. Das könnte ein bisschen knapp werden hier. Ich will auf jeden Fall nicht umkippen. Okay. Phew. Das war ja mal ein Ritt. So. Und wenn wir hier wieder rauskommen, müssen wir da vorne lang. Das sieht auch schon wieder ein bisschen nach Abenteuer aus. Aber das wollen wir ja auch. Sonst wäre es ja ein bisschen langweilig, ja? So. Dann gucken wir mal. Wir brauchen wieder Betonblöcke. Zwei Stück. Dann holen wir uns die. Und dann fahren wir hier vorne einmal wieder hin. Fahren die Handbremse rein und gucken uns mal den Weg an. Genau, hier vorne müssen wir einfach nach rechts. Und dann müssen wir hier irgendwie hoch. Dann einfach nur geradeaus rüber, theoretisch. Nur geradeaus rüber. Ich sag jetzt schon, dass es ein bisschen anstrengend wird. Aber was soll's. Vor allem jetzt fängt das auch noch an zu regnen, oder was? Der Truck sieht schon cool aus. Er ist echt nicht schlecht. So. Ja. Es regnet. Dann wollen wir mal sehen, ob wir das ohne weitere Hilfe schaffen. Ansonsten müssen wir unseren kleinen Mud-Bandit oder sowas holen. So, ich glaube, ich kürze hier mal einmal komplett ab. Und fahr hier über die Vegetation. Weil da der Boden natürlich ein bisschen fester ist. So. Ja. Ich würde mal sagen, das sieht echt bescheiden aus. Ich glaube, wir versuchen es mal hier rechts vorbei. Oh, das war gar nicht mal so schlimm. Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Allerdings ist der Ritt noch nicht vorbei hier. Weil das sieht hier nach einer ziemlich krassen Steigung aus. Und ich weiß nicht, ob der Untergrund nicht zu weich ist. So, und da vorne ist auch noch eine kleine Steigung. So, und hier sind jetzt rechts Felsen. Ich hoffe, wir fahren uns da nicht fest. Schauen wir mal. Und dass wir überhaupt die Steigung schaffen. Oh oh. Wir ziehen uns mal da so ein bisschen rüber. Genau, den Baum wollte ich auf jeden Fall nehmen. Oh, das sieht eigentlich ganz okay aus. Nice. Sehr gut. So, das haben wir zum Glück geschafft. Jetzt noch einmal hier durch den kleinen Bach. Und hoffentlich bleiben wir hier nicht stecken. Nehme ich gleich schon von Anfang an die Winde mit zur Hilfe. Yes. Sehr gut.
Yes! Jawohl. Das sieht doch wunderbar aus. Und hier sind wir schon bei unserem Abladeplatz. Sehr cool. Zwei Betonblöcke ab und die Brücke ist wieder hergestellt. Sehr, sehr schön. Gute Arbeit, Kumpel. Endlich können wir die dahinterliegende Straße erreichen und sehen, was uns im Landesinneren erwartet. Wahrscheinlich noch mehr Kopfschmerzen für mich. Ja, das könnte sehr gut sein. Und das ist aber auch so. Denn wenn wir hier drüber gucken, da vorne waren wir ja auch schon bei der Straßensperre. Jetzt weiß ich gar nicht, wo haben wir den Auftrag? Da haben wir den Auftrag. Da brauchen wir zweimal Ersatzteile. Ersatzteile, wo konnten wir die denn nochmal holen? War das auch hier vorne beim Lagerhaus? Ich glaube schon, oder? Sollen wir jetzt einfach mal mit dem LKW wieder zurückfahren? Ich glaube, das machen wir mal. Also das machen wir auf jeden Fall. Verfolgung starten. Achso, ja genau, wir Verfolgung starten, dann sehen wir auch, wo wir... Ja, genau. Beim Lagerhaus können wir die auf jeden Fall kriegen. Dann hoffe ich mal, dass unser Kraftstoff noch ausreicht. Und wir hier einfach nochmal zum Lagerhaus zurückfahren können. Dann holen wir mal Ersatzteile. Dann können wir nämlich auch einfach die nächste Straßensperre wieder fixen. Da sind ja so Steine, also so ein Erdrutsch gab es da. Oder Steinschlag. Oh, das. Jetzt von der Seite sieht das aber schon wieder ein bisschen anders aus. Wir haben keinen sichtbaren Windenpunkt. Jetzt ist die Frage, ob wir wirklich von der Seite hier hochkommen. Können wir im Lastengang irgendwas reißen? Ja, so ein bisschen, aber ich glaube, wir fahren uns noch mehr fest. Schade. Nun gut. Dann haben wir den jetzt festgefahren. Ich glaube, dann beenden wir hier die Folge einmal kurz. Und ich hole gleich mal unseren Mud Bandit. In der nächsten Folge ziehen wir dann mit dem Mud Bandit hier einmal den Truck raus und fahren damit zum Lagerhaus. Und dann machen wir so ein bisschen begleitetes Fahren, denke ich mal. Zwei Motoren sind auf jeden Fall besser als einer. Ich glaube, das werden wir schon schaffen. Also, bis zur nächsten Folge.